So, da sollte die nächste Folge auch schon gestartet sein heute am, was weiß ich wann das ist. Auf jeden Fall hatten wir letzte Folge, glaube ich, als letztes das Katapult, genau. Katapulte und Menschen passen nicht so gut zusammen. Krieger? Ich? Katapult, Bauer? Okay. Katapult und ein Haus ist ein totes Haus und ein Dorf mit einem Katapultangriff ist eine belagerte Stadt. Merkwürdig. Vielleicht wollen die Trolle ja ein Katapult. Was ist mit den Zwergen? Die hatten das gebaut. Aus Bauholz. Menschen mit Bauholz sollten natürlich nicht zu. Doch, Menschen mit Bauholz hatte ich schon. Kam eine Hütte raus, glaube ich. Was war Menschen mit Steinen noch? Ein Haus, genau, stimmt. Zauberturm und Zauberer. Und Zauberturm und Zwerge und Zwergzauberer oder so. Elfzauberer. Zauberturm, Elfenstadt, Zauberturm, Elfenzauberer, Druidenzauberturm, Zauberstadt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade rede, aber wir können ja mal aus Bauholz und Bauholz Bauholz machen. Aber hier sind ja noch Bretter abgebildet. Ach, ich bin gerade so dumm. Wir haben hier irgendwo Rinder. Rinder und Menschen. Rinder und Bauern. Rinder aufs Acker. Rinder in die Ebenen. Rinder ins Gebirge. Im Himmel, im Wald, im Vogel und im Tier. Und was mit Menschen und Vogel? Bauer und Vogel? Irgendwas war denn doch da. Ich bin manchmal zu blöd hierfür, ja. Aber ein magischer Vogel, das ist doch logisch, dass da ein Phönix rauskommt. Aber es kommt nichts raus einfach. Der Troll, was ist, wenn der mit den Menschen zusammentrifft? Da gibt es Tod, theoretisch. Ja, Katapult und Elfenstadt. Boah. Also, hier haben wir lange nichts mitgemacht. Also, der Mensch braucht ja Fisch, um eine Meerjungfrau auszubekommen. Aber so weit war ich auch schon. Der Bauer braucht Fisch. Ah, ich brauche noch mehr Berufe. Dahinter ist noch ein Krieger. Ein Mensch und ein Katapult. Das sieht aus wie so ein. Ach. Ein Mensch aus dem Gebirge. Ein Stein. Ja, ein Mensch im Himmel, ein Mensch im Rind, ein Mensch im Wald, das Bauholz und Beeren, genau. Mit den Beeren will ich noch irgendwas machen. Wenn ich Beeren und Beeren habe, dann habe ich Beerenpansche. Beeren und Dorfhaus, Hütte, Statue, Steinkreis. Wenn jetzt ein Erdbeben zum Dorf kommt oder eine Lawine das Dorf verschüttet oder ein Erdbeben das Haus zerstört oder Leben ins Haus kommt oder Leben ins Dorf kommt oder Leben in die Hütte, Leben in die Statue. Ein Golem. Wieso bei den Zwergen? Das finde ich jetzt ja unverschämt. Nee, gar nicht. Zwerg und Kriegswaffen. Nee, auch nicht. Das war das, genau. Troll zum Golem. Das finde ich jetzt aber blöd. Ich will noch ein bisschen was mit dem Golem machen. Der Golem geht in die Ebene und macht im Wald Kleinholz aus dem Tier und den Vögeln und dem Himmel und den Rindern. Und es gibt einen Zwergen irgendwas und einen Elfenhimmel und Druidenhimmel und Elfenstadthimmel. Nicht? Okay. Wenn der Mensch in den Himmel kommt, gibt's auch nicht. Aber was gibt's denn bei Menschen? Da muss doch hier noch Arbeiter muss es geben. Also hier sehe ich, dann nehme ich das im Bild. Dass es ein paar Sachen geben sollte. Magische Rinder. Ein Einhorn. Genau, das habe ich gebraucht. Genau das habe ich gebraucht, dass die Menschen mit dem Einhorn über die Felder reiten. Und ein Einhorn auf den Ebenen ergibt vielleicht einen Gebirgsritt. Meine Güte, woher soll ich wissen, was das ergibt? Wald und Ebene, keine Ahnung. Ebenen im Himmel. Fliegende Insel. Ja, das Spiel ist schon sehr realistisch, muss ich sagen. Eine fliegende Insel, da steht natürlich genauso. Und wenn es eine magische fliegende Insel sein soll, sagt bitte Bescheid. Das Einhorn. Der Druide. Die Elfen. Die Elfenstadt. Überhaupt ein Haus auf der fliegenden Insel. Ein Haus. Ein Dorf vielleicht. Gleich eine ganze Hütte. Statue. Einfach gar nichts. Okay.
Ebenen. Wald. Acker. Gebirge. Himmel. Rinder. Pegasus. Ja, genau. Ich glaube dir, Menschen im Meer erklären Triton. Altgriechisch Zeichen, die nicht angezeigt werden können. Ist ein griechischer Gott des Meeres. Ja, musst du mir den nicht gleich vorsetzen, ne? Ich will jetzt Triton, kann ich bestimmt mit so viel. Kann ich viel damit anfangen. Kann es sein, dass ich mit den Grünen was machen kann und mit den anderen nicht oder so? Nee, okay, keine Ahnung. Ist einfach nur so grün. Im Meer. Was kann ich denn mit Meer? Ebenen im Meer. Wald im Meer. Himmel und Meer. Gebirgsmeer. Eisberg. Der Sinn erfragt sich mir gar nicht, ja, aber wenn ich Menschen ins Wasser packe, würde ich da Boote rauspacken und. Ach guck, das ist doch, das wäre. Bauholz fürs Meer. Ein Boot. Ein Floß. Wenigstens das. Wenn ich Steine ins Meer packe, passiert wahrscheinlich nicht so viel. Steine auf Bauholz ans Floß ran. Da haben wir ein größeres Schiff. Bären und Fische und Bären und Triton und Bären in den Eisberg und Bären an die Meerjungfrau. Ich habe wirklich gesagt, keine Ahnung. Holz haben wir. Stein haben wir, Leder haben wir auch noch nicht. Tiere brauchen wir irgendwie noch. Wir müssen irgendwie was mit den Tieren machen können. Die Tiere sind da, Rinder. Wir müssen die Rinder irgendwie noch mit dem Bauer eigentlich kreuzen. Menschen und Rinder bringt auch nichts. Das ist komisch. Vielleicht können ja nur die Elfen mit den Rindern. Das haben wir schon. Vielleicht können wir den einen Stall bauen. Oder den einen Stall. Oder Bauholz in Wald. Oder Gebirge. Oder Ebenen. Oder Himmel. Acker. Ja, wir müssen irgendwas mit Acker kreieren, um irgendwas. Tier fürs Acker. Haben wir schon. Schade, schade, schade. Acker, Acker. Wir brauchen irgendwas fürs Acker, mit wieder Ackerwirtschaft betreiben können. Vielleicht Bauholz aufs Acker oder Stein aufs Acker oder Bauholz ans Tier oder Bauholz an die Rinder oder Stein an die Rinder. Das, also weil Menschen und Rinder geht ja nicht so. Leder. Leder, Leder, Leder und Leder und Leder ergeben eine Lederrüstung, ist doch ganz klar. Vielleicht Rinder und Rinder oder Tier und Tier und Vogel und Vogel. Ein Ei. Mit dem Ei kann ich bestimmt viel anfangen. Rinderei, Tierei, Ebenentierei, Vogelei, Vogel. Bestimmt legen Zwerge Eier. Golems legen Eier. Elfen und Einhörner legen bestimmt Eier. Und Druiden bestimmt auch. Und die Elfenstadt sowieso. Und Pegasus ja eh. Also von daher ist das der Troll. Ey, ich komme nicht weiter bei diesem Spiel, ja. Vielleicht können wir die verschießen. Ei und Ei. Vielleicht müssen wir die ins Meer werfen, um da einen Fisch rauszubekommen. Oder ein Fischei. Tritons komisches Ei. Holzei, Steinei. Wir haben ja jetzt hier alles. Das müssen wir nur mit irgendwas kombinieren. Hausrinder, Hütte, Rinder, Statue, Rinder. Hütte auf dem Feld, ja, eben. Dorf, scheiße. Dorf auf der Ebene. So, irgendwas kombinieren wir hier schon bestimmt richtig. Ey, ich komm wirklich nicht drauf. Was habe ich denn noch mit nix kombiniert? Der Troll, naja, Troll. Einhorn, Elfen. Boah, es wird schwer. Ich will mal so lange hier bei meinem Helden vorbeigucken, was der denn so lange macht. Ach so, ich hätte auf Laufen klicken müssen. Das wusste ich ja nicht. Ja, genau, generiere sie noch 10 Sekunden. Ah, kann ich das Holz einsammeln?
Nichts kann ihn aufhalten, sagt er. Ich brauche mehr Gold, sagt er, und gleich ist er tot. Ich bin reich, meint er jetzt auf einmal. Abschließen. Fuck. So. Kein Helm. Ja. Wieso soll ich mir jetzt sowas kaufen? Ich meine, ich will ja eigentlich ja Aufgaben. Ich muss irgendwas entdecken. 2 von 3, 0 von 3, 1 von 4. 0 von 4 im Schlammgebiet. 3 von 5. Wir müssen irgendwie Anbau. Also Anbau. So. Also wir brauchen Acker und Acker, um riesige Felder zu machen. Oder eigentlich ein Haus da, Hütte da. Ne, das hatte ich schon mal, um ein Dorf zu kreieren. Also eigentlich können wir das Dorf ausbauen. Das die Hütte nochmal verbessern, Hütte mit Bauholz erweitern. Eine Windmühle brauchen wir eigentlich. Ich sehe die ja gerade so schön. Bauholz und Steine. Habe ich schon. Wenn ich mit dem Katapult Steine verschießen sollte. Ich kann da auch kein Bauholz mit verschießen. Ich kann auch Beeren, kann ich bestimmt damit verschießen. Ah, guck mal, die wollen noch nicht mal Nahrung haben. Also ich meine, was sinnvoll wäre, wäre das beides zusammen und bumm und irgendwie so Obsthändler oder sowas. Ja. Das wäre mal verdammt. Ich muss irgendwas mit Holz. Holz, Holz, Holz. Haben die Golems schon irgendwas? Katapult, ja. Stimmt, die Zwerge können das auch machen. Ja. So und Wasser und Wasser und Beeren und Eisberg und Beeren und Triton und Beeren. Und diese Folge war so langweilig, ne? Sie wird für wahrscheinlich sehr langweilig für euch. Das ist erstaunlich. Für mich ist es nicht langweilig, weil ich muss die ganze Zeit nachdenken. Aber ihr müsst nur zugucken. Ah, ich auch schon. Ich bin zu blöd für dieses Spiel manchmal. Also ich muss ja eigentlich Menschen mit irgendwas hiervon kombinieren. Um eigentlich, ja, das hatte ich auch schon, der Bauer kommt raus. Um eigentlich was Bauer und Acker. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Mensch und Bauhaus irgendwie so Holzfäller und Typ ist und sowas und ich muss das Spiel mal selber machen, ja. Wo dann wirklich am Ende fucking viel rauskommt. Dorf, Haus, Hütte, Statue, Stein, Kreis, Katapult, Ackerrinde. Oh! Folge ist vorbei, bis zum nächsten Mal. Tschö.